Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, liebe Leute, beim Telestammtisch. Hier sind wir wieder für euch mit einer Filmkritik zu einem Film, der nicht mehr ganz so taufrisch ist. Der lief dieses Jahr schon auf der Berlinale, wo meine Wenigkeit ihn schon gesehen hat. Ich bin Lieder und habe auch nicht mehr, weil ich ja schon im hohen Alter bin, das beste Gedächtnis. Darum kriege ich beste Kritikunterstützung von Zero. Hallo, Zero. Hi, grüß dich. Freue mich, endlich auch mal mit dir aufnehmen zu dürfen. Da habe ich bald doch endlich mal alle durch. Genau, das Leben ist ja kurz, ne? Das lernen wir auch in diesem Film von Matthias Glasner mit dem schönen, ermutigenden Titel Sterben. In die Kinos kommt der am 25. April dieses Jahres, also könnt ihr ihn euch bald selbst ansehen, wenn ihr das wollt. Aber natürlich hört ihr vorher hier bei uns, wie der Film denn so geworden ist. Und bevor das losgeht, erklärt uns jetzt Zero mal ein bisschen, worum es darin eigentlich geht. Lieben gern doch. Wir haben einen Film in mehreren Kapiteln. Im Großteil geht es erstmal um die Darstellung einer Familie, nämlich der Familie Lünnis. Da haben wir einmal die Mutter Lissy und den Vater Gerd. Der Gerd ist schon in Jahre gekommen und leidet auch schon hart an Demenz. Und wir sehen gerade das Stadium, wo er dann auch in ein Pflegeheim umgesiedelt wird. Und halt, wie Lissy dann, der es auch nicht so super geht, die auch schon leicht am Erblinden ist, die auch ganz schlecht geht, was wir dann später erfahren werden, Krebs hat. Die hat zwar eigentlich noch relativ gutes Leben, aber es geht auch alles eher bergab. Das ist der eine Teil des Films. Dann kommt noch der Teil natürlich mit dem großen Darsteller des Films, mit dem auch geworben wird, mit Lars Eidinger. Das ist dann Tom Loonies. Er ist der Dirigent und arbeitet gerade ein Stück ein von seinem besten Freund, einem sehr depressiven Komponisten. Und das Stück heißt halt, wie namensgebend, Sterben. Und ihn verfolgen wir halt anhand seiner Ex-Freundin, die jetzt ein Kind hat, wo er aber auch ganz stark involviert ist. Und als drittes haben wir doch seine Schwester Ellen, die ist dem exzessiven Alkoholgenuss verfallen. Und das dürfen wir auch mitverfolgen, wie sie auch eine kleine Liebschaft hat mit einem Arbeitskollegen. Das ist im Gros, was in dem Film geboten wird. Und jetzt kommen wir dazu, wie er uns so gefallen hat. Da bin ich mal gespannt. Ja, wir werden den Film jetzt kritisch bewerten und was du mir hier erzählt hast, da sehen wir ja schon, das ist eine sehr, sehr große Schauspielaufstellung, die wir haben. Und du sagtest gleich, das Ganze kommt in mehreren Kapiteln. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, dass auch die Länge sich etwas zieht. Wir haben 3 Stunden Laufzeit. Hast du die gemerkt oder hast du das Gefühl, das fließt einfach ganz schnell davon? Also ich hätte... Das Leben sozusagen. Also es war viel Lebenszeit, die da flöten ging auf jeden Fall, das stimmt schon. Aber komischerweise, ich hatte vor einem anderen Film, da hatte ich schwieriger, meine Augen aufzuhalten, der eigentlich unterhaltsamer war. Aber da ging es ja gut, weil ich doch irgendwie interessiert war zu wissen, was passiert denn jetzt als nächstes, im Guten wie im Schlechten. Ich hatte nur zum Ende hin... Ich bin jetzt nicht so der oberklassischste Musikhörer. Da hatte ich dann so ein bisschen meine Probleme. Da wurde es ein bisschen einschläfernd, weil er hat kurz nämlich vorher so einen sehr belanglosen Part, nämlich finde ich den mit der Schwester. Und ja, also ich habe ihn gut überlebt. Das kann man eigentlich sagen. Also ich bin da rausgegangen und war nicht müder als vorher. Also es war okay. Es hielt im Rahmen. Ja, das eine Wort trifft es bei mir immerhin, überlebt. Ich kann es leider nicht schöner beschreiben. Der Film ist in vielen Stellen sterbenslangweilig. Und die Relevanz, die diese Probleme dieser Leute haben, die darf man durchaus anzweifeln. Wie ging es dir denn? Hattest du da ein gewisses Identifikationspotenzial mit der einen oder anderen Figur oder war das für dich alles sehr weit weg? Gut, die Frage habe ich auch so erwartet zum Glück. Aber da muss ich leider bejahen, sogar ja. Weil gerade bei mir im Persönlichen ist gerade mein Großvater, mit dem ich zusammenwohne, ist jetzt in die Kurzzeitpflege gekommen und hatte jetzt vor auch hart Demenz. Und da waren halt die ersten 10, ich bin ehrlich, ich musste da leicht schlucken, weil ich das halt gerade hautnah so miterlebt habe. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man da
irgendwas davon überhaupt gar keinen Bezug zu hat, ist das ja nochmal deutlich langweiliger, weil es ist eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich, es ist abgebildet ein relativ nicht schönes, leicht unterkühltes, aber einfach ein normales Familienleben, was auch bei jedem Dritten irgendwie so sein wird, wahrscheinlich, wenn die Eltern oder Großeltern in die Jahre kommen, weil es ist halt nie schön, ne, überwiegend. Aber dadurch hatte ich einen Greifpunkt, der mich auch, glaube ich, gut drin gehalten hat, zumindest in der ersten Stunde, anderthalb Stunden, wo ich sagen muss, ja, doch, das hat mich dann schon etwas leicht mehr mitgenommen, wahrscheinlich als den Zuschauer, der da einfach gar keine Anzugspunkte hat. Wie war es bei dir? Ja, diese Welt ist mir persönlich sehr fern, diese mittelständische, aber wiederum auf anderer Seite, dadurch habe ich gerade so einen Overkill daran, da sie omnipräsent in den Medien ist. Wir haben also das typische Nicht-Problem-Problematik-Konzept. Leute, die so im Wohlstand leben oder einfach diese normalen Mittelklasse-Bequemlichkeit, dass alle essentiellen Probleme, die durch so eine Situation wie Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder auch Alkoholismus entstehen, hier extrem abgefedert werden. Natürlich, wie du schon sagst, Krebs haben ist nie easy peasy, auch mit einer Million nicht. Aber wenn man sich zum Beispiel eine Haushälterin leisten kann, wenn man sich eine Putzfrau leisten kann, wenn man ein gutes Altersheim für den, in dem Fall hier den alten Vater bezahlen kann, dann ist das alles einfach nicht sonderlich dramatisch. Und wie du bereits erwähnt hast, kommt das bei jedem zweiten, dritten vor und man fragt sich jetzt, was möchte uns hier Glasner eigentlich erzählen? Offenbar gibt es für ihn einige autobiografische Anknüpfungspunkte, da dringt schon sehr viel durch und er hat ja auch entsprechende Anmerkungen gemacht. Dann ist das natürlich Teil seiner Trilogie, die bereits mit Gnade einige wuchtige familiäre Themen anpackte. Und dieser Film will nun ein Gesamtwerk sein, das tatsächlich nicht nur Tod und Alter und Gebrechlichkeit thematisiert, sondern wir haben hier auch sehr viel Geburt, neues Leben, Babys, Babys, Babys. Nicht nur das eine Baby, das am Anfang geboren wird, sondern es kommen noch weitere Kinder hinzu. Und natürlich auch das unterliegende Thema, dass sowohl Lars Eidingers Charakter als auch seine Schwester, verkörpert von Lilith Stangenberg, ja auch noch irgendwo Kinder sind. Aber das Identifikationspotenzial, denke ich, hängt hier sehr stark von der eigenen Klassenzugehörigkeit ab und natürlich auch von dem eigenen Lebensstandard. Umso höher der eigene Lebensstandard, umso eher wird man sich mit diesen Charakteren mitleiden können und mitfühlen. Ich sogar im Teil auf jeden Fall mit, also ganz klar, umso einfacher ist es dann, aber dass im Alter irgendwer in der Familie ist für Lars Eidinger oder seine Rolle jetzt deutlich einfacher, weil er kann jetzt alles leisten. Also da finde ich auch ein bisschen, heulen sie manchmal auf sehr hohem Niveau über einfache Probleme, das ist komplett richtig, aber ich glaube schon, dass es auch für ihn, egal wie viel Geld er hat, das schon keine coole Sache ist, wenn der eigene Vater halt nicht mehr ganz so da ist. Im Gegenzug sehe ich halt die Probleme der Schwester. Es sind, also ganz ehrlich, der geht's eigentlich relativ noch top und es kommt halt eine Szene von ihr vor. Wer One for the Road gesehen hat, komischerweise in allen deutschen Filmen, wenn es auch von Alkoholismus geht, kommt noch mal auch ein Auto und es passiert, was passieren muss, was man sich als Zuschauer schon 3 Stunden vorher denkt. Das ist auch alles sehr platt und passt, also gerade diese Kapitel passt für mich auch gar nicht in Filmen und Part vom Kind auch nicht, weil das war dann wieder so gewollt deutsch lustig, ne? Und das, Also für mich, weil ich ihn gar nicht ganz so wild finde, den Film, ich finde ihn eigentlich sogar noch guckbar, überwiegend. Ich hätte das gerne mehr im Dramatischen gelassen, als da irgendwie noch so große Witze reinzupacken. Das hat mir das etwas verhagelt und das war auch leider der sehr lahme Part, Zwischenpart, der mit der Schwester, der einfach, ja, der war dumm. Der war einfach nur dumm. Die Episode bezüglich der Schwester leidet sicher am stärksten an der Überkonstruiertheit, die diesen ganzen Film durchzieht. Denn
Was sehr leicht früh schon auffällt, ist die Seifenopernstruktur dieses ganzen Konzepts. Wir haben hier eine relativ überschaubare Gruppe an Figuren, die aber alle involviert sind, alle irgendwie Verbindungen zueinander haben und dann mehr in wenigen Monaten erleben als andere Leute in ihrem ganzen Leben. Trotzdem sind diese Ereignisse aber alle so banal, dass sie niemals wirkliche Dramatik erzeugen. Und gerade die Frauenfiguren hier, etwa die Lissy, die junge Tochter, oder die von Corinna Harfouch verkörperte Mutter, sind sowohl in ihren Beziehungen als auch in ihren Dialogen und Interagieren absolut unglaubwürdig, unrealistisch gezeichnet. Man hat wirklich das Gefühl, dass der Regisseur das hier nur noch dazu hängen wollte, weil er das Gefühl hatte, ja gut, zu so einer Familie gehören halt nicht nur Männer. Und bei Eidinger oder auch dem Komponisten, dem Bernhard, wie er heißt, sind da noch so ein paar Ecken und Kanten, dass die Figur zumindest ein bisschen Substanz hat. Die anderen wirken aber wirklich nur wie unnötiger Ballast. Und sprechen wir doch mal ein bisschen auch über die ganzen Figuren und gerade auch die Nebencharaktere. Das sind jetzt ja hier nun nicht wenig. Wir haben fast ein Dutzend Figuren in tragenden Rollen. War das ein bisschen too much oder konntest du da noch sehr gut folgen? Weil es halt in Kapitel unterteilt war, konnte ich da doch relativ okay, gut doch mit folgen. Ich hätte aber auch gedacht, ja, jetzt muss da auch nochmal da noch ein Freund dran, der unnötig ist. Oder der eine hat noch eine Freundin, um das Thema reinzubringen. Da war eher, das fand ich als Belastung ganz stark. Da hätte ich mir gerne ein bisschen komprimierter gewünscht, dass man halt nur den Fokus, wenn dann, sorry, auf die Familie legt. Das wäre dann schon deutlich interessanter gewesen. Erklär uns doch noch mal ein bisschen, du hast am Anfang erwähnt, dass das Ganze in Kapiteln aufgeteilt ist und dass diese Kapitel auch helfen, den Überblick zu behalten. Erklär uns doch noch mal ein bisschen oder sag noch was dazu, wie diese Kapitel jetzt im Film fungieren und was für ein Konzept und ein Handlungsgerüst Glasner da entwickelt hat. Also wir fangen ganz einfach mit der Familie an. Uns wird erstmal gezeigt, das Leben von Lissy und von Lissy und von Gerd, das sind die Eltern, und fangen halt gleich hart an. Wir sehen, wie sie in ihrem eigenen Kot sitzt, ihr Mann einfach auch halbnackt durch die Wohnung läuft, die Nachbarin dann irgendwie dann doch reinkommt und eigentlich will Lissy auch gar keine Hilfe, lässt sich dann aber doch helfen und auch die Nachbarin halt wird dann halt auch mehr oder weniger ihre Putzfrau und erleichtert ihr das alles so enorm. Und der Mann kommt halt ins Heim. Ja, ich werde jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen abschneiden. Also nicht so, wir wollen ja nicht die ganze Handlung nacherzählen für unsere Zuhörerschaft, sondern ein bisschen über die Struktur sprechen. Wie würdest du denn sagen? Also die Struktur wird dann nämlich wieder aufgefangen. Wir haben Bilder, die aus mehr Perspektiven dann nämlich gezeigt werden, weil dann kommen wir zu Toms Part. Da haben wir auch wieder einige Sachen vorher, aber dann sehen wir halt auch, wie er ins Altersheim zu seinem Vater kommt. Das hatten wir aber vorher auch schon mal. Und da verbindet sich der Film auch das mit der Schwester. Wird auch wieder damit verbunden, ihrem Part, dass da wird ein Anruf getätigt, den man bei ihr sieht und vorher halt natürlich auch schon bei Tom. Da muss ich aber sagen, das hat eigentlich der Regisseur wirklich relativ gut gemacht, weil er hat dann Verbindungspunkt gefunden und hat diesen ganzen Überbau von der Komposition, sprich von den ganzen Proben von unserem Dirigenten Tom, das ist ja eigentlich so der rote Faden so ein bisschen, der sich durch den ganzen Film zieht und darum wahrscheinlich auch das namensgebende Ding. Im Endeffekt, finde ich, ist das schon intelligent gemacht, weil da habe ich schon gedacht, okay, das ist eigentlich ganz cool, weil er immer wieder auffängt, das Hauptthema, obwohl doch mehr Leben irgendwie drinsteckt, als man denkt in dem ganzen Film. Aber das fand ich schon sehr gelungen. Ja, da muss ich leider komplett widersprechen, nämlich diese typische Rashomon-Struktur, bei der man eine Handlung aus verschiedenen Perspektiven sieht, wird angebrochen, aber niemals ausgeführt. Etwa nach dem, ja, in der Mitte des zweiten Kapitels bricht die ab und wir sehen die Handlung eben nicht mehr so in einer Wiederholungsstruktur aus der Perspektive unterschiedlicher Figuren, wie es am Anfang auch der Fall war, wo wir erst die Perspektive der Mutter hatten, dann schien die Perspektive des Sohnes zu kommen. Und wenn dann der Punkt ist, wo es zum Vater gehen soll, bricht das Ganze ab und wir sehen nicht mehr das Gleiche, sondern die Handlung wechselt in eine chronologische Struktur und die Perspektivstruktur wird einfach fallen gelassen und taucht auch nie wieder auf. Kann ich da leider nicht zustimmen, dass dieses Konzept von
Glasner da aufgegangen oder intelligent entwickelt sei, denn das Konzept selbst existierte ja schon. Das musste er sich weder ausdenken noch besonders zurechtschleifen. Er musste es einfach nur anwenden und so wie er es macht, wirkt das sehr unfertig, weil es nämlich nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Also das hat leider nicht wirklich funktioniert, aber dadurch, dass du sagst, dass es für dich geklappt hat, zeigt das, dass es einem Teil der Zuschauerschaft immerhin nicht weiter störend auffällt. Wie würdest du denn das ganze Schauspiel bewerten und vielleicht auch die Inszenierung? Möchtest du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Oh ja, gerne. Zum Schauspiel, ich muss sagen, ich bin schon ein kleiner Sucker, wenn ich so Lars Eidinger sehe, gefällt mir schon, ne? Wie er in seinen Rollen aufgeht. Auch hier muss ich sagen, ich fand halt natürlich seine und gerade auch die Rolle der Mutter total gefühlskalt, so waren sie auch ausgelegt. Obwohl er natürlich hin und wieder da auch wieder ausbricht und natürlich eigentlich mehr Gefühle zeigt, als er eigentlich andeutet, gerade in Richtung des Babys und auch gegenüber seinem Freund. Aber ansonsten finde ich, die machen das alle, bis auf leider, muss ich sagen, die Schwester Liz Stangenberg, weil ich den Part einfach komplett belanglos finde, machen die es alle relativ ordentlich, meiner Meinung nach. Und ich hatte da auch Spaß, gut bei zuzugucken. Hervorheben würde ich dann wirklich noch mal diesen Robert Gwiesdek, der den Komponisten Bernhard spielt. Den fand ich sehr unterhaltsam in seiner Rolle. Und ja, vom Ganzen ansonsten war auch noch ganz interessant, obwohl er eher wie ein relativer, kompletter, unnötiger Nebencharakter dakommt, war der neue Freund oder der, sagen wir, der Vater von der Ex-Freundin von Tom, der auch immer mit dabei ist. Das fand ich zwar nicht passend zum ganzen Gesamtfilm, weil ich eher mehr Drama hätte, aber da fand ich die Comedy-Parts schon relativ gelungen, also die Bits davon. Ja, es gibt hier so eine leichte Konkurrenz zwischen Eidingers Charakter und der sozusagen Erziehungsvater sein möchte oder sich schon halb in dieser Rolle sieht, des neugeborenen Kindes seiner Ex. Dann gibt es den biologischen Vater, mit dem die Ex aber ebenfalls nicht mehr zusammen ist. Da sind beides Ex-Freunde, die jetzt darum konkurrieren, wer der bessere Papa ist oder wer der wirkliche Papa ist. Und da entsteht etwas Komik. Gibt es denn Aspekte, die dir noch sonst aufgefallen sind? Vielleicht sollte ich noch zum Schauspiel sagen, dass ich Lilith Starnbergs Leistung durchaus gut fand und überzeugend. Auch Corinna Harfouch kann man hier nichts ankreiden. Aber alle Figuren haben sich sehr daran abgequält, alle Darstellenden haben sich sehr daran abgequält, dass die Figuren eben wenig hergeben. Und so sehr man auch da was reinspielen möchte, es ist nicht viel da und so ist das immer nah an der Überzeichnung und da haben wir wieder dieses Seifenopernmuster, dass Dinge einfach melodramatisch wirken, wenn man versucht, da mehr Emotionen hineinzulegen, als die Situation eigentlich hergibt. Aber gibt es denn noch vielleicht besondere Aspekte, die du an dem Film, die dir aufgefallen sind, die du anmerken möchtest, positiv oder negativ? Also negativ fand ich eins ganz groß, wir haben eine Szene vor dem Konzertsaal oder Übungsraum, als halt der Komponist seine Freundin, das ist ja, schlägt und einfach Tom dazwischen geht, wo man dann denkt, okay, er zeigt einfach nochmal hier seinem Freund, so geht das nicht. Dann wird er aber von allen Seiten angemacht, dass das doch okay ist, dass man ihm seinen Freund verstehen muss. Und da bin ich halt auch raus gewesen kurz. Also das ist so für mich so ein Ding, Frauen schlägt man nicht. Da gibt es keinen Grund. Und eine Szene war noch, die habe ich erst im Nachhinein, muss ich überlegen, was da war. Da hat nämlich auch Ellen, die Schwester, mit ihrem Liebhaber nächsten Tag so ein richtig dickes Gesicht. Da dachte ich jetzt auch, okay, das jetzt in die Richtung, dass sie jetzt auch irgendwie geschlagen wurde, weil sie hatte auch irgendwie so einen Filmriss dann. Aber dann hieß es wohl, sie hat irgendwelche Schwellungen, aber es wurde mir auch nicht so ganz aufgeklärt. Also es war dann so gegeben, ja, sie hat wohl eine allergische Reaktion gehabt anscheinend. Da hätte ich auch gerne ein bisschen mehr Aufklärung gehabt, weil das ging mir auch irgendwie da zu schnell, weil auf einmal hat sie ein dickes Gesicht und ja, wir nehmen jetzt mal hin, das war eine allergische Reaktion. Obwohl, wenn sie ihren Liebesakt mit ihrem Liebhaber da hat, da geht's schon heftig zur Sache. Ne? Also es ist jetzt kein Blümchensex. Tatsächlich war diese Gesichtsverletzung auch etwas, was ich
bis es dann als Allergie im Film dargestellt wurde, sofort als irgendeine Form von sexueller Gewalt oder Übergriffigkeit im Rahmen dieser Begegnung eingeordnet hatte, eben wie man sich das dann als allererstes vorstellen würde, dass sie bewusstlos war und er irgendwas mit ihr gemacht hat oder sie geschlagen hat, dass das dann so relativ harmlos aufgeklärt wird, fand ich auch befremdlich, zumal man ja allergische Reaktionen auch auf andere Weise hätte im Film darstellen können. Es ist ja nicht nötig, dass sie dann aufwacht und aussieht, als wäre sie gerade in einem Boxkampf gewesen. Sie hätte auch einfach an den Armen irgendeinen Hautausschlag haben können oder dergleichen. Also das war eine sicher fragwürdige Irritation des Regisseurs. Und ich möchte auch noch ein paar Worte sagen zu dieser bestimmten Szene nach dem Konzert mit der Freundin des Komponisten, die du erwähntest. Die Szene ist eben nicht nur massiv sexistisch gefärbt, sie ist auch eindeutig rassistisch. Da wird nämlich dann angemerkt, dass die Freundin, die Deutsch-Koreanerin offenbar ist, das nur hinnehmen würde, dass ihr Partner sie schlägt, weil das so eine, da fällt dann so eine Floskel, die irgendwie so asiatische Unterwürfigkeit oder irgendwas in dieser Art fällt da. Und das ist so ein übles rassistisches Klischee, das aber weder in dieser Szene als rassistisch eingeordnet wird, noch irgendwie angegangen wird und auch niemals als Klischee, das von eurozentrischen Weißen asiatisch stämmenden Menschen aufgedrückt wurde, entlarvt wird, sondern man tut so in dieser Szene so, naja, dieses typische, ja, aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ja, aber irgendwie stimmt es doch und das stimmt natürlich nicht, aber dass der Film hier sowohl Sexismus als auch Rassismus einmal humoristisch darstellt, das Ganze soll dann irgendwie lustig sein und dann noch unterschwellig bestätigt und diejenigen, die sich über konkrete rassistisch-sexistische Übergriffe, die hier jetzt sogar physische Form annehmen, mokieren, die stehen am Ende in der Szene als die Leute da, die ja mit jeder Kleinigkeit irgendwie so ein Problem hatten. So nach dem Motto, was man oft hört, ja, reg dich doch nicht so auf, das ist doch eine Lappalie, was macht das schon, so ein bisschen Rassismus hier und da. Also völlig daneben und passt aber leider zum sehr chauvinistischen, patriarchalischen Grundton dieses Films. Wir haben da noch wesentlich mehr Elemente, die einfach so vollkommen gestrig wirken, wie diese ganze unterschwellige Panik, die diesen Film anleitet, nämlich der Zerfall der Mittelklassefamilie, der Konservativen zu einer eher zeitgemäßen Patchwork-Struktur. Und der Zerfall dieser familiären Muster, das ist eben keine gegenwärtige soziale Entwicklung, sondern diese Entwicklung, die ist eigentlich schon abgeschlossen. Es gibt längst viel mehr Kinder, die in Patchwork-Konstellationen aufwachsen, als in der traditionellen Kernfamilie aus biologischer Mutter, biologischem Vater, Kinder. Das war ein Thema in den 80ern. Oder vielleicht noch frühe 90er, aber das ist durch. Und Glasner tut jetzt so, als ob das eine völlig neue Entdeckung wäre, denn dieses Sterben im Titel bezieht sich natürlich auch auf den Tod der konservativen Kernfamilie. Ob der überhaupt betrauert werden muss, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, meiner Meinung nach nicht. Die grundsätzlich reaktionäre Haltung dieses Films, die macht das, denke ich, für ein großes Segment im Publikum, zu dem auch ich mich zähle, sehr schwer, sich dann nur auf die Aspekte von Handlung und Dramatik zu konzentrieren. Ja, können wir vielleicht langsam zu unserem Fazit kommen oder gibt es noch wichtige Themen, die du ansprechen möchtest? Eigentlich großartig nicht zu dem Film. Die wichtigsten beiden Dinge haben wir jetzt ja, obwohl ich das andere letzte ein bisschen differenzierter sehe. Aber ansonsten sind wir da, glaube ich, relativ gleich, zumindest bei den beiden Abschnitten. Können wir ganz zum Fazit kommen. Wie sieht dein Fazit aus? Ja, eigentlich relativ simpel. Es ist, wie wir die ganze Zeit schon erwähnt haben, es geht halt um eine Familie, der es deutlich besser geht als vielen anderen im Moment. Und die haben Probleme, die jeder andere halt auch hat. Durch das Schauspiel wird meiner Meinung nach einiges daran gerettet und dadurch macht der Film doch einiges noch her. Er ist deutlich zu lang, deutlich zu lang, meiner Meinung nach. Aber meiner Meinung nach kann man ihm doch mal einen Watch geben und für ein deutsches Drama mit zwar unnötigen, aber hin und wieder doch lachbereiten Eingriffen ist er immer noch sehenswert, meiner Meinung nach. Jetzt bin ich mal auf dein Fazit gespannt.
Ja, ich habe im Grunde schon alles gesagt, was ich zu sagen habe. Bourgeoises Mittelklasse-Melodrama, handwerklich solide, schauspielerisch leicht über Durchschnitt, dramatisch banal, politisch rückständig, unterhaltungswert überflüssig. Hoffen wir, dass die Glasner-Filme in Zukunft auf der Berlinale nicht mehr ganz so dicht gesät sind wie in der Vergangenheit, denn ich kann das alte weiße Männerkino wirklich langsam nicht mehr sehen, aber das ist mein Job und auch das, was wir hier beim Telestammtisch machen, euch noch mehr Filmkritiken liefern. Das heißt, ihr findet uns überall, wo es Likes gibt. Liked uns, teilt uns, hört uns, guckt uns, lest uns. Ich bin Lida und wir hören uns wieder. Diesmal war ich mit Zero bei der Kritik. Vielen, vielen Dank für deinen Input, Zero. Ich danke dir. Mir sind ein paar neue Sichtweisen aufgemacht worden, auf jeden Fall. Das finde ich immer ganz gut. Euch an den Hörgeräten, an den Gadgets, ja, ich hätte es fast gesagt am Radio, aber daran sieht man nur wieder, wie sehr ich auf den Tod zueile. Hoffentlich auch. Das war es erstmal mit dieser Folge vom Tele-Stammtisch. Macht's gut, liebe Leute. Auf Wiederhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.